So, meine Lieben, ich kann euch nichts zeigen, weil man darf natürlich nicht verraten, mit welchen Leuten man in Jury-Tanzgruppe ist. Aber ich kann euch sagen, es ist 11 Uhr und es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los bis heute Abend. Dann DSDS im Studio. Freue mich. Jetzt ganzen Tag erstmal tanzen. Also seid gespannt. Das heißt, nach Ostern sind es dann zwei Tänze. Der Jury-Tanz heute. Und ich sag euch, wenn ich jetzt hier meine Leute sehe, mit denen ich hier im Team bin, bin ich sehr zufrieden. Sehr happy. Darf euch nichts zeigen. Oh, es war ein anstrengendes Training und ich hab sie endlich wieder. Hi. Wir sind wieder zusammen vereint und haben heute den ganzen Tag trainiert. Ja. Sei gespannt auf nächsten Samstag. Letzten Samstag. Zwei Shows. Zwei Tänze. Ja. Das erste Mal so richtig. So durch wieder. Guck mal, wie durch ich bin. Ja. Wahnsinn. Jetzt gleich bin ich bei DSDS. Einschalten. Ja. Also du merkst, dass du Shows liebst und dieses Ganze. Wenn du sogar in der Freizeit hier hinkommst. Ich will einfach, ich denke, ey, oben meine Garderobe. Einfach in der Freizeit jetzt auch hier hinten. Hey, servus. Ich liebe dieses, ich liebe Shows. Ich liebe das so sehr. Das ist mein Let's Dance Studio, mein geliebtes Let's Dance Studio. Und heute gehen wir da rechts rein zu Deutschlands den Superstar. Guck dir das an. 1600 Leute im Studio. Sehr krass. Let's go. Ja, in meiner Story. Leute, wenn ihr uns gerade im Studio sucht, Amar, der hinter mir sitzt. Ich bin gerade hinten. Ich gucke von hier kurz. Ich esse was. Man ist gut aufgenommen worden hier bei RTL. Wunderbar. Oh, lecker. Der Ziegenkäse bei euch, mega. Es ist wirklich eine tolle Show, muss man ehrlich sagen. Also das Studio... Ich liebe sowas. Riesen Ausmaße hier. Schaut euch das mal an. Und Pietro, er ist bombastisch. Er macht so gut. Er macht es ehrlich. Er macht es authentisch. Es ist wirklich toll. Gucken wir uns den nächsten an. Ah, oh, never. Fan und der ist hier. Ich bin Fan von dir, Mensch. Ich bin dein Fan. Einfach nur der Hammer. Also, ich vote für dich. Vote für Knossi. Oh, Dankeschön. Oh, Dankeschön. Du machst es toll, Menderes! You drive me crazy! Du bist doch der Beste! Steht auf! Menderes! Aufstehen für Menderes! Schatz, jetzt komm ein bisschen tanzen am Dancefloor. DSDS Aftershow, tanz doch mal. Dancefloor! Schatz, komm! Wunderbar! Wow! Er war gut getroffen, der Ton! Wir sind heute bei DSDS, bei Let's Dance Foti. Natürlich auch da. Hier bildet sich schon eine Schlange. Was ist jetzt los? Aber es wird eine gute Show. Du musst mit aufs Foto kommen. Also mein lieber Mann. Also Bubi, du hast aber auch ein Faible für bestimmte Spielsachen, gell? Was gefällt dir denn an der Ratte? Nur eine Ratte. Du magst du die Ratte? Magst du die? Mein lieber Mann. Klasse. So, meine Lieben, jetzt mal ein paar Updates zum aktuellen Verlauf, wie es weitergeht. Erstmal schön. Schatzi, die neue Tischdeko. Toll. Muss ich auch mal loben. Also, so, Freunde. Also, ihr wisst, es ist jetzt folgendermaßen. 9 Paare sind bei Let's Dance noch mit dabei. Übernächste Woche scheiden 2 Paare aus. Das würde mir echt alles bedeuten, wenn ich das packe. Weil das war wirklich, ich hätte jetzt schon nicht gedacht, dass ich so weit komme. Aber das ist jetzt das nächste Ziel, dass man nochmal eine Runde schafft. Das wäre für mich echt alles bedeutend. Wer jetzt meint, weil Ostern keine Show ist, ist kein Training, morgen früh um 9 bin ich schon wieder in der Tanzschule. Es werden übernächste Woche 2 Tänze sein. Das ist auch krass, gell? Jury-Tanz und der normale Tanz, den ich wieder mit Isabel mache. Ich hoffe, ihr steht mir bei. Es geht um Top 7. Das wird mir echt alles bedeuten. Ich reiß mir den Arsch auf, Leute. Ich gebe alles. Cause we're gonna be legends. Gonna teach them a lesson. Got the spirit in our souls we carry. It's about to be legendary.
der Tanzschule. Eine neue Realisatorin haben wir. Fröni heißt sie. Fröni heißt sie. Ansonsten Team, alles wieder beim Alten. Und Isabel ist wieder da. Das heißt, alles wieder wie früher. Ne? Eine Woche mal Partnertausch gehabt. Und jetzt sind wir froh. Jetzt muss sie wieder zu mir. Also ich freue mich. Nein, sie freut sich auch sehr. Und jetzt heißt es wieder Training, Training, Training. Wie immer kann ich euch den Tanz nicht verraten. Wisst ihr? Aber jetzt alles geben, alles geben.